Hallo. Vor ungefähr 2 Monaten stand ich an dieser Stelle aus einem sehr traurigen Grund. Da war Dresden überflutet und ich habe ein Video über das Hochwasser gedreht, um den Werbeerlös für die Hochwasseropfer zu spenden. Heute stehe ich wieder an dieser Stelle und zwar um Danke zu sagen. Vielen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben. Vielen Dank an alle, die das Video weitergeleitet haben, an Freunde, Bekannte, Verwandte. Vielen Dank an alle, die die Aktion unterstützt haben. Und natürlich vor allen Dingen vielen Dank an die unendlich vielen unermüdlichen Hochwasserhelfer, die Sandsäcke befüllt haben, die Sandsäcke geschleppt haben, die dafür gesorgt haben, dass einige Stadtteile gerettet werden konnten, während andere in den Fluten versunken sind. Vielen Dank, ihr wart wirklich grandios. Bei vielen Kommentaren unter diesem Hochwasservideo habe ich gemerkt, dass die meisten Leute, die nicht aus Dresden kommen, gar nicht richtig einschätzen können, wie hoch das Wasser tatsächlich stand. Deswegen möchte ich heute noch mal einen kleinen Vergleich anstellen und zeigen, wie es heute aussieht, wie es damals aussah. Zugegeben, heute ist Niedrigwasser, aber das ist in den warmen Sommermonaten auch gar nicht so ungewöhnlich und die Dampferflotte fährt auch noch. Ja, man hört's, die Dampfer fahren. Die konnten während des Hochwassers gar nicht fahren, weil die nicht unter den Brücken durchgekommen wären. Das hat man vielleicht in dem Video nicht unbedingt mitbekommen, aber wenn man sich diese Aufnahme mal anschaut, da sieht man richtig, der Schornstein oder auch überhaupt das Dach des Dampfers hätte nicht unter der Brücke durchgepasst. Viele von euch wird sicherlich interessieren, wie viel eigentlich bei dieser Spendenaktion zusammengekommen ist. Diejenigen unter euch, die die Aktion fleißig verfolgt haben, werden sicherlich mitbekommen haben, dass am Anfang gar keine Werbung geschaltet war. Das lag daran, dass YouTube die Werbung nach kurzer Zeit wieder deaktiviert hat, wahrscheinlich weil es irgendwelche Urheberrechtsverletzungen befürchtet hat in dem Video, die ja natürlich nicht vorhanden waren, aber das ist eine andere Geschichte. Dadurch ist natürlich eine große Menge an potenziellen Werbeeinnahmen verloren gegangen, aber darauf konnte ich keinen Einfluss ausüben. Und ich verdanke es allein dem Engagement des YouTube-Netzwerks DiviMove, dass jetzt überhaupt wieder Werbung geschaltet ist. Ohne die wäre die Aktion wirklich komplett gefloppt. Vielen Dank an dieser Stelle. Letzte Woche ist jedenfalls meine erste Spendenbescheinigung angekommen, über einen Wert von 200 Euro. Ich habe nämlich am Anfang, weil YouTube immer eine ganze Weile braucht, um Geld auszuzahlen, habe ich erstmal aus eigener Tasche gespendet, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt noch ewig warte, dann bringt das den Flutopfern auch nichts. Deswegen habe ich am Anfang schon mal aus eigener Tasche quasi 200 Euro vorgestreckt und das ist die Spendenquittung dazu. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wenn man es nicht sehen kann, dann blende ich es nochmal digital ein. Dann seht ihr es da. Und ja, bei der Aktion sind dann letztendlich knapp über 300 Euro rausgekommen und da habe ich dann nochmal aus eigener Tasche auf 400 Euro aufgerundet. Das hier ist der Überweisungsträger, der Durchschlag mit Eingangsstempel hier unten. Also ich habe alles überwiesen, ich habe nichts für mich behalten. Für diese Überweisung habe ich noch keine Quittung erhalten, deswegen muss das hier mit dem Eingangsstempel erstmal ausreichen, als Beleg, dass ich das Geld auch tatsächlich überwiesen habe. Das liegt einfach daran, dass die Leute in der Stadtkämmerei immer noch die Geldeingänge vom Juni bearbeiten. Es scheinen also wirklich sehr, sehr viele Spenden eingegangen zu sein und dafür auch vielen herzlichen Dank. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich hier verschiedene Sachen geschwärzt habe, das ist meine Adresse und zum anderen meine Kontoverbindung, muss ja nicht jeder wissen. Insgesamt habe ich also 600 Euro überwiesen. Ich hoffe, ihr habt auch fleißig gespendet und ja, falls ja, dann herzlichen Dank dafür. Einigen von euch mag aufgefallen sein, dass ich jetzt ein bisschen anders aussehe. Ich kann euch aber versichern, dass ich immer noch der gleiche bin. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen längeren Bart und dafür etwas kürzere Haare. Das liegt einfach daran, dass ich bis vor ein paar Tagen noch in der kanadischen Wildnis unterwegs war. Da war ich zusammen mit der Dresdner Wildnisschutzorganisation Wilderness International auf Expeditionsreise durch die Regenwälder Westkanadas und da habe ich auch sehr viele Filmaufnahmen gemacht. Wenn ihr weiterhin etwas Gutes tun wollt, wenn ihr auch weiterhin Geld spenden wollt, das auch tatsächlich ankommt, dann kann ich euch Wilderness International sehr empfehlen. Die kaufen große Urwaldstücke auf,
auf, damit die nicht von Forstkonzernen abgeholzt werden, und da könnt ihr mithelfen. Für nur 50 Euro könnt ihr so ein 64 Quadratmeter großes Stück Urwald für immer schützen. Ihr bekommt dann auch die Geokoordinaten zugesandt und eine Urkunde, und dann könnt ihr euch im Internet genau anschauen, wo euer Stück Land liegt, das ihr für immer geschützt habt. Aber natürlich sind auch kleinere Beträge immer sehr willkommen. An dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, mich noch einmal ganz herzlich bei euch zu bedanken, dafür, dass ihr die Aktion so unterstützt habt, dafür, dass ihr auch dieses Video wieder angeschaut habt, und ein kleines Dankeschön hätte ich da noch, nur für die Leute, die es auch haben möchten. Und zwar habe ich die Musik, die ich für die beiden Videos hier komponiert habe, zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr es nicht haben wollt, kriegt ihr halt nichts von mir. Tja, wenn euch meine Videos gefallen und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen möchtet, zum Beispiel auch die Kanada-Aufnahmen, die bald rauskommen werden, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Dazu müsst ihr nur hier unten auf Abonnieren klicken, das ist kostenlos, und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video draußen ist. Ich würde mich sehr freuen, und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Also, bis bald und macht's gut. Ciao!